So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Folge 2 an diesem wundervollen Sonntag. So, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt hier ein bisschen auf Reisen und gucken mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, sind die gefährlich oder nicht? Ich glaube nicht, nee. Die schwarze Straße. So. Das ist hier irgendwie. Ist, ganz ehrlich, das ist hier irgendwie so. Ja, kaputte Erde. Irgendwie so ein nicht wirklich realistischer Himmel. Aber. Das ist so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, habe ich das Gefühl. Da sind normale Arbeiter. In vielen Jahren werden wir Teil der Legenden sein, denn wir sind der Beginn eines neuen Zeitalters der Uruk. Also das nervt so ein bisschen, dass der die ganze Zeit irgendwie was labert. Und irgendwo da unten sind Gegner. Das dauert alles viel zu lange. Sie sollten ihnen einfach die Köpfe abhacken und dann... Umzingelt ihn! Verzeih mir, ich lache bloß, weil du keine Ahnung hast, in welchen Schwierigkeiten du steckst. Okay. Stirb. Naja, wirklich stark ist er nicht. Kannst du mir was sagen? Und tschüss. Aufsammeln. Okay. Ah. Können wir ein Schwert ausrüsten? Runen verfügbar. Wie, das ist nur das C da unten, was da so leuchtet. Daran muss ich mich beim X-Controller immer gewöhnen. LT ist der große Button und RB ist der kleine oben. Ist auch wieder sowas? Schwert, Bogen, Dolch. Ich glaube, das Schwert benutzen wir am meisten, also werde ich mal das da ausrüsten. Kann ich noch gar nicht. Ach cool, man kann sich mal das Schwert angucken. Nice. Ja, gut. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Runen, Eintrag ansehen. Was haben wir denn hier? Runen. Seht, die Runen. Elbenschmiede. Die großen Taten der Tier. Da unten in den geheimnisvollen und mächtigen Gravuren an die Triumph längst vergeblichem Krieger. Und so weiter und so weiter. Bla bla bla. Langweilig, langweilig, langweilig. Brauche ich nicht lesen und so weiter. Aha. Und hier und da. Schwerter, bla bla. So erschaffen die Elben für ihre Waffen. Okay, gut. Runen. Da gibt's doch definitiv mehr. Nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt. Warte mal. Dann haben wir da oben noch eine ganze Menge gehabt. Ups. Zu weit. Mirian. Die Mützen wurden von den Elbenschmieden von Eregion geprägt. Der Mirian wurde zur geläufigen Währung des Reiches wurde in ganz Mittelerde gehandelt. Ebenso mit... Was? Ithildinda. Dem Sternmond, mit dem die Elben ihre Tochter markierten und so weiter. Und so weiter. Gut, das ist also die Währung. Mirian. Runen. Gut, Morde. Das hatten wir, glaube ich, schon gelesen. Moranon. Oje, oje.
Verbesserungen. Ah, das habe ich gesucht. Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten und mache mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfer aus, um schnell an P Macht zu kommen, zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Fähigkeitsstufe 1. Ne, Fähigkeitenpunkte. 604 MP bis zum nächsten Fähigkeitspunkt, Freischaltung der nächsten Stufe bei 155 P bzw. Macht. Hinrichtung, drücke Y und plus B, wenn deine Treffserie aufgeladen ist, um einen Gegner hinzurichten. Das. An welches Kampfsystem erinnert mich das? Ne, nicht Infamous. Infamous, wie komme ich auf Infamous? Was ist denn auf Rome? Was ist denn auf Rome? Okay. Mal gucken. Aufprall. Konnte der Gegner stolpern, rückwärts werden, betäubt und fallen zu Boden. Naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, aber obwohl wir blocken sehr, sehr oft, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht. Weiß ich nicht. Das ist ja alles noch nicht freigeschaltet. Was haben wir hier? Angriff von oben. Ausschaltmanöver aus der Luft. Ja gut, das werden wir sehr selten machen. Das weiß ich schon. Habe ich schon bei Far Cry gehabt. Eben gleiches Geschick. Einfach nur drüber. Ach so, da kann man einfach nur rüberlaufen. Das ist vielleicht ganz hilfreich, aber das ist jetzt nicht wert, den Punkt zu versägen dafür. Explodieren lassen. Ach, nice. Geistesbetäubung. Die haben wir ja schon erlernt. Betäube deine Feinde. B antippen und lass dann einen Klingelhagel auf sie niederregen. Gut, das können wir schon. Was haben wir hier? Garago reiten. Ganz ehrlich, ich glaube, wir machen mal hier die Hinrichtung. Y und dann gleich B. Das probieren wir gleich mal aus. Ich brauche nur mal einen Gegner. Siehst du den Schmied dort? Wart mal ab, was der Nettes für mich aus dem Feuer holen wird. Ah, hey. Neger! Komm her, hinrichten, los, komm her. Und B. Komm. Hat leider nicht geklappt. Alter. Oh, hoppla. An die Steuerung muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen. Hey. Kannst du mir was sagen? Informationen sammeln. Okay, er hat Informationen über den Guten hier drüben. Artback, der Feigling. Stärken und Schwächen anzeigen. Alter, sieht der ekelhaft aus. Furcht vor Morgai fliegen. Furcht vor Graux. Furcht vor Gülem. Ich möchte aber eher noch Informationen über Gimmick sammeln. Oder können wir das nicht? Oh, den haben wir schon erledigt. Alter, wie viel gibt's denn da bitte? Da ist ja auch noch eine ganze Armee. Okay. Ciao, Digga. Alter. Komm.
Gut. Ach, schau mal, wer da kommt. Zack, zack. Ach schade, ich dachte, ich kann den als... Achso, ja, Schutzschild, ne? Und zack, das war der Dolch. Gefällt mir echt gut, das Kampfsystem. Zum Anfang hin vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das wird schon. Nigger, 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 Nigger. Ups. Aua. Ich bin zu blöd dafür, das gibt's ja nicht. Wer ist das denn? Kränklich. So, fuck, der Meuchler. Schmerz lindern für immer. What the fuck bist du denn? Huch. Ich bin halb tot, Alter. Zack, 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 zack. Das ist so geil. Jawohl. Alter, Kopf abgesäbelt. Das ist echt krank. So. Beim Schleichen, Tötung mit dem Bogen werden 33% des Fokus. Also mit dem Bogen muss ich natürlich noch ein bisschen hier. Wie war das? Sammelkräuter? Kräuter? Ich würde gerne mal, wo sollen wir hin? Sollen wir echt da hin? Ich weiß es nicht. Da haben wir auch noch ein paar Leute. Ah, sofort hingerichtet. Das ist echt wie bei... ich komme immer auf Second Sun. Das ist aber nicht in Second Sun. Es ist The Son of Rome. Das ist nice. Das ist richtig nice. Also das Kampfsystem gefällt mir sehr gut. Macht echt Spaß. Da sind ja noch welche. Ich warte einfach nur, ich halte die Gegner so ein bisschen mal hin. Hast du was, hast du Informationen für mich? So, kann er mir irgendwo Info geben?
nur über die hier. Wer ist das denn? Wow. Hauptmann, Status. Kommt langsam zu der Einsicht, dass er als Hauptmann ein noch viel größeres Ziel ist. Hm. Okay, befindet sich hier Uruk-Höhlen. Turmhorn, Bogenmeister. Na, das ist ja... toll. Aber wir wollen jetzt einen Sklaventreiber. Ich hab deinen Freund geköpft, ich hab deinen Freund geköpft, ich hab deinen Freund geköpft, ich hab deinen Freund geköpft. Oh. So. Noch welche? Es werden ja hier immer mehr. Du Neger! Und tschüss. Ich probiere dann immer, wenn der am Boden ist, Fähigkeitspunkte halten. Freiheit. Stirb. So, Verbesserungen. Ein Fähigkeitenpunkt. Wenn ich den hier mache, kann ich weiterhin ausbauen. Angriff von oben. Naja, gut. Right Button. Ne, rechte Taste. Und nix. Töten unsachtsam Ziel. Machen wir mal. Machen wir einfach mal. Müssen ja auch weiterkommen, ne? So. Ach halt, was ist mit unserer Waffe? Appendizes. Nichts. Ja doch, natürlich. Talion. Ach, wir sind das. Das sind wir? Talion, ein Waldläufer aus Gondor, wurde am Schwarzen Tor zusammen mit seiner Frau Ioret, war das richtig? Und seinen Sohn Diel getötet. Oh Mann. Talion fand im Tod jedoch keinen Frieden, sondern wurde von einem mächtigen Geist verflucht. Dieser wurde in seinem Körper, ja, unsterbliche Geist, wiedergeboren. Wir sind Jesus, Alter. Wir sind Jesus. 2.0. Sein Geschick mit dem Schwert, seine Schnelligkeit, Zähigkeit und seine Ausbildung wurden zu den Geistern hin verstärkt. Ganz so, als besäße er einen Ring der Macht. Er kann die unsichtbare Welt betrachten. Hand an seine Feinde legen und ihre Ängste ausnutzen, um ihren Willen zu beherrschen. Für die Monster war er nun selbst ein Monster. Talion ist am Mordor gebunden und dazu verdammt, dort zu bleiben. Bis er die schwarzen Hauptmänner vernichtet, bis die seine Familie ermordeten und sich dem dunklen Herrscher stellt, der sie befehligt. Läuft bei uns. Ach ja, Ioret. Alter, gibt's echt so viel zu lesen. Ioret war Talions Frau, die als Mutter und Hallas Tochter. Hallas, wer ist Hallas? Hatten wir den schon hier? Nee. Sie wurden in Minas Tirith geboren und aufgezogen, als ihr Vater dort als Wächter der Zitadelle dient. Mit 19 Jahren floh sie gemeinsam mit Talion aus Gondor, um sich an der Grenze ein neues Leben aufzubauen. Sie wurden gemeinsam mit ihrer Familie bei Saurons Rückkehr nach Mordor auf dem Schwarzen getötet. Toll. Lirael war Talions und Irets Sohn, geboren und aufgewachsen am Schwarzen Tor, wünschte sich sehnlich als ein Waldläufer zu werden wie sein Vater und Großvater vor ihm. Doch so sollte es nicht kommen. Er wurde gemeinsam mit seinen Eltern von der Schwarzen Hand getötet. Oh, ist das liebevoll. Das ganze Spiel besteht nur aus Töten, oder? Waldläufer des Schwarzen Tores. Nach Saurons Niederlage hielt Gondor das Schwarze Tor über 2 Jahrtausende lang. Von hier aus beobachten alle Waldläufer Mordors. Da hätten Bautürme, bla 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 und so weiter und so fort und so weiter. Später oder im Entkommen. Ansiedeln würden. Alter, also das ist ja wie bei Tomb Raider, kann man genauso viel lesen. Geister! Gibt's nicht. Glaube ich. Es gibt viele ratlose Wesen in Mittelerde, denen der Frieden im Tode verwehrt blieb. Wichte, Geister und Geschöpfe des Schreckens. Sauron, der
Was? Nekromant. Den Nekromant rufen sie alle zu sich. Tief in das Herz von Mordor. Sollte er seine alte Macht zurücklagern, zurückerlangen und diese Herr des Todes und Schlaf führen, würde er unaufhaltbar sein. Alter, gibt's echt so viel zu lesen. Halt, da war immer noch was. Nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht. Ach halt, ich muss noch. Ja. So, da. Einführung Konter. Einführung und Tipps. Drücke Y, sobald du siehst, um den gegnerischen Angriff zu kontern. Ja gut, das wird auch mir einfach oben drüber angezeigt. Hinweise und Tipps. Manchmal werden die zwei Feinde gleichzeitig angreifen. Drücke Y zweimal, um zeitgleich beide Angriffe zu kontern. Wenn du vergiftet wurdest, werden keine Konter-Eingabeaufforderungen angezeigt. Aber du kannst weiterhin mit Y kontern. Rote oder rote Rage-Angriffe, sage ich mal, können nicht gekontert werden. Tippe A an, um auszuweichen. Oh, Alter, die ganzen, die kann ich mir alle später nochmal durchlesen, damit das LP nicht in Fails endet. Chancen von 43, Fokus 50, Fokus zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht. Ein Kopf zum Platzen? Stecken wir dem eine Granate im Mund oder was? Alter, ist das krank. Keine Runen von toten Hortmännern. Gut. Ach, schau mal, wer da kommt. Hey, Nigger, 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 Nigger. Ich hab was für dich. Boah, zack, 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 zack. Ach so. Okay. Gut, dann betreten wir mal diesen Kampfpunkt da, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, das war Folge Nummer 2 von Mittelerde Mordor Schatten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das Kampfsystem, ich finde das so dermaßen geil, aber es ist eindeutig wie Son of Rome. Was ist das für ein Ort? Warum sage ich immer Son of Rome? Mir fällt der komplette Name gar nicht ein. Bin ich tot? Ich denke mir die ganze Zeit davor, da kommt Second Son of Rome. Das ist aber falsch. Wie heißt das verdammte Spiel denn komplett? Ich google das jetzt, ist mir egal. Ich will das jetzt wissen, das beschäftigt mich. Das hat mich die ganze Folge lang beschäftigt. Ich bin hier, mein Sohn. Ich bin hier. Wie ist das möglich? Der Tod hat dich verstoßen. Ioret! Ioret! Wir werden zusammen sein, Geliebter. Bald! Wir werden bald wieder zusammen sein. Rise, the Son of Rome. So hieß das verdammte Scheiße. Rise habe ich die ganze Zeit gesucht. Was ist mit mir passiert? Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie. Eine Frau. Und ein Sohn. Ich habe es übergraben, wie alle, die ich je kannte.